Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 17 auf der Hauptbergmann Reloaded. So, wir sind ja leider immer noch am Krubbern. Aber wir müssten das ja bald fertig haben, den Spaß. Langsam geht's nur ein bisschen auf den Zünder, aber oft will ich es irgendwie fertig machen. Weil da verpasst ihr ja was. Du warst da. Was ist das? Der Lexion, der Manitou. Ach genau, da wollten wir auch hin. Zum Manitou. So, schmeißt mal wieder eine Palette raus. So, Gabel mal ab. Schmeißen wir den Motor an. So, genau über die Gabel gucken. Ist gar nicht so einfach, ja. So, sieht gut aus. Ja, fast gut aus. So, ich geh drüber. Ich geh daher. Und jetzt haben wir gar nicht so hoch, war klar. Aber jetzt sind wir drin bei beiden. So, haben wir schon einen Meter. Jetzt dürfte da bloß noch für eine Palette drin sein. Jetzt müssen wir uns zum Buch aufsteppen. Oh. So. Zack. So, das nächste. Ja, ist noch nicht ganz voll. Gucken wir gleich mal, ob schon wieder nachgelaufen ist hier, oder ein Traumback ist noch drauf. Ist eigentlich drauf, aber irgendwie fehlt. Dann fahren wir schnell vor. Also, gucken wir mal. Jetzt muss ich mal, ich habe Land eingestellt. So, Buch einfach auffüllen. Und so. Ja, wir haben es 5000. Nein, jetzt fehlen noch 3,50 Liter. So, wie sieht es hier aus beim Rotkohl? Gucken wir nochmal beim Kohl. Aber da hat sich noch nichts getan, oder? Wie sieht es aus? 14 noch. 14 Kohlköpfe. Du bist noch dabei. Jetzt muss ich kurz überlegen. Andersrum, ja. So, das machen wir da aus und kippen wir raus. Oh, reicht immer noch nie. Ich wäre blöde wäre schwer. 500.500. Oh, wie viel haben wir denn überhaupt schon da? Hallo, Ifgo! So, der kleine Mauzi. So, palim. So, hier haben wir drin, Gras ist voll und das sind 25% auch voll. Ein Viertel haben wir vom Lager voll. So, gehen wir mal ganz kurz zu den Schafen. Ach, da mal hier einsteigen, das passt. Eben raus. Müssen wir ja immer nach dem Rechten gucken. Ihr wisst, wie es ist. Ja, schon wieder 1 Liter Milch. Mauze. Entschuldigung, der 3 Stunden für den Käse. Was haben wir denn jetzt zu tun, außer irgendwie schon 3 Tage zu warten, dass der fertig wird mit Krubbern? Habt ihr schon die Arbeitsbreite reichlich verdoppelt?
Ich weiß, wir machen Helfer aus und fahren selber. So, aber bis jetzt hier gucken wir auf die Dauer lang, weil ich aber noch den Helfer ausmachen, dann können wir es anders machen. Da passiert mir das ja nie. So, das Train-Char ist alles eingestellt und zack. Fängst du an? Jawohl. Ja, jetzt macht er. Gut. So, jetzt geht's los. Fahren wir selber. Ich würde da mal wieder was den hochgesammelt. Aber da wird irgendwie wird der nicht schneller her. Obwohl der eigentlich genug PS hat. Ach ja. Kann man nichts machen, müssen wir gucken zu. So. Aber wir haben es so gut wie geschafft. E-Gas. Also ich bin gerade hier wieder rum, überall nirgends. Einen Moment, ich bin gleich wieder für euch da. Die E-Mail hier auch wieder hin. Ach, kein Bier in der Schreibtisch. Einen Moment, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich mir, das muss ich auch mal da sitzen lassen, weil ich komme da nicht rein, wo sie sitzt. Da müsste ich jetzt das Video beenden, das will ich jetzt nicht. Da muss ich jetzt mal die paar Minuten aushalten, sich sie mit dem Fuß ein bisschen hinterm Schreibtisch vorzuschächen. Aber es klappt noch nicht so, wie ich soll. Ja, ich habe nur Angst, dass sie mir irgendwelche Kabel zerfrisst. Oder ich guck gleich nochmal, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss sie etwas unsanft vorziehen, darum war sie ein bisschen lauter. Und jetzt springt sie ein bisschen rum, aber ging nicht anders. Aber ich denke mal, sie wird sie überleben. Jetzt denkst du eine Runde mit mir, aber passt schon. So, dann weiter hier im Text. Mal, die hat nämlich die Hand, die Katze mir sämtliche Kabel zerfressen. Und ich habe schon ein normales Ladekabel eingebüßt, habe, ist eine wahre Freude. Ein Haps und Dinger sind durch. Und da bin ich jetzt gerade bei PC-Kabeln ein bisschen vorsichtig, wenn da irgendwas zerbissen wird. A liegt zum Teil auch Strom drauf auf den Kabeln. Und zweitens habe ich es nicht so dicke, dass ich immer irgendwelche Kabel oder Geräte an Peripheriegeräte neu kaufen kann. Ob es eine Maus, eine Tastatur, weil irgendwann geht es ja nach einer bestimmten Menge auch ins Geld. Und
Labsche jetzt verscheucht, jetzt meckert sie rum. Muss ich mal irgendwas reinfallen lassen, dass ich die Kabel da hinten grob abdecke. Oder wirklich überlegen, mir einen Kabelschacht einzubauen. So, wo ist denn jetzt unsere Sämaschine? Die läuft da bis so schnell wie wir mit dem Grubber. Hey, wir hatten mal 8 km/h drauf. Mensch, ja. Wir sind ja jetzt auf dem Begriff der wahnsinnigen Geschwindigkeit. 8,3 km/h laut Glenz. Wirklich am Schlepper das denn? Aber ihr habt es aber gesehen, die Bauer bis knappe 100 PS und der hat ja 120 und der hat ja locker 130. Und wo man das dann nicht schafft, was leichter mit dem Grubber, ich weiß es nicht. Noch alles weggekrubbert. Ratzi fatzi weg der Spaß. Na, kommen wir wieder auf 8 km/h mehr. 7,6, 7,1. Es wird nicht mehr. Bin ich gerade oben runtergegangen auf. Aber bestimmt, weil der Bogen am Wenden ist. Das nimmt ziemlich gerade wieder Fahrt auf. Rekordsverdächtig. 9 km/h, 9,1. Wenn du schneller fährst, versprechen wir die Schallmauer. Macht das nicht, wir haben geblitzt auf dem Feld. Das kann ja keiner wollen. So, ich brauch also, wenn das die Million dann habt, muss man dringend in den größeren Schlepper holen. Da fliegt, denke ich mal, da draußen oder Fan draußen so ein bisschen was Stärkeres und so mehr Power. Oder hier stimmt die PS-Angaben von Dings uns nicht. Die Shop-PS-Angaben, dass die nicht stimmen. Oder können gerne nochmal gucken, oder habe ich mich so verguckt? So, Shop, grober. Wir haben diesen da und der steht 120 PS. Und hier gucken wir hier in 6, der hat 230, 6 Meter. Hier haben wir uns 6 Meter, 220, 12, 12, 6 Meter, das ist auch 300 PS. Der hat auch 6 Meter, 220. Ich kann mir bloß vorstellen, dass die PS-Angaben ein bisschen falsch sind. Ist das so dadurch so das Ähnliche, was ich mir vorstellen kann, warum der sich so abmüht. Weil normalerweise zieht der auch mit locker doppelt so viel.
mindestens 15 km/h zieht, mit dem Nippel 6-7. Aber wie gesagt, da müssen wir leider warten, bis wir an die Gesellschaft rankommen. Und das dauert noch ein Weilchen. Weil dafür muss ich ein bisschen was vorbereiten. Einen Teil der Vorbereitung habe ich eingeleitet, aber das andere wird nicht verraten. Und jetzt sind es Vorspulen mit halbfertigen Helfern, will ich auch nicht. Wenn das so alles gleich reif werden. Und dann passt das. Los. Sie. Ich werde mich bald überrunden, wenn das so weitergeht, aber ich will länger Runden fahren. Es fehlt nicht mehr viel, dann hat er mich überrundet. Jetzt habe ich knapp einen E-Kamera, hat er gerade hinter mir. Jetzt fährt er doppelt so schnell hoch wie ich. Jetzt haben wir auch nichts gewonnen mit dem Flug. Der ist doch doppelt so breit, aber fährt so eine heftige Geschwindigkeit, also kommt dasselbe raus. Ach Gott. Wie man es macht, macht man es verkehrt. Ist einfach so. Aber naja, das Schalt schafft man noch. Dann haben wir eigentlich genug Vorsprung. Und das Feld. Gott, nicht nur das 13, 14 da unten. Und ab der Tasche, das Feld lassen wir noch sitzen. Dass wir das Feld noch schnell. Um 9 km/h. Ach ja. Ja, wo ist er? Oh, der ist schon hinter mir. Der hat mit Fleisch. Zieh, Grubber, zieh! Das ist aus der äußeren Bahn. Mit 5 km/h, gerade umlenken ich mal. Ist gerade am Umlenken und neu ansetzen, vermutlich mal, aber schneller, genau jetzt. Aber ich habe 9,7. Na komm, komm so rum, komm so rum. Aber sehr schön, wir schaffen es diese Folge auch wieder nicht, das Feld fertig zu kriegen. Ich könnte die
Ja, wisst schon was. Antworten, ich könnte lautstark mit irgendwelchen Kraftausdrücken fluchen. Aber da habt ihr nichts davon, ich auch nichts, und daher lasst nur den Spaß. Weil das Fluchen bringt gar nichts. Ändert sich da nichts dran, deswegen ist das Feld auch nicht schneller fertig. Aber wie gesagt, ich beende jetzt die Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.